Ja, herzlich willkommen. Ich bin Dani Vega von Spiegelwelt.ch und Moment mal. So, hier besser. Ich begrüße euch zum Spiel Game Dev Tycoon. Das ist so eine kleines Indie-Game von Greenheart Games, das die letzten Wochen ziemlich rumgekommen ist im Internet und von allen Seiten eigentlich ziemlich gelobt wird und wie ich sagen würde, auch zu Recht, weil es ist extrem witzig, extrem lustig zu spielen und macht Spaß, hat einen sehr hohen Suchtfaktor. Es geht darum, ja, wie der Name schon sagt, es geht darum, dass man selber Spiele entwickelt und ja, spielt so auf die Rollercoaster Tycoon und was es so andere Spiele noch gibt, so in Spitälern zum Beispiel, wo es darum geht, dass man den Verwalter, den Vermieter oder den Bürgermeister oder was auch immer spielt und die Ressourcen verteilt, das Personal einstellt und so weiter und so fort. Und hier geht es eben darum, dass man Videospiele entwickelt. Und zwar beginnt es so in den 80er Jahren, als es nur Commodore und PCs gab. Ich werde unterdessen mal meine Informationen einfüllen. Man beginnt eben bei diesen beiden Grundkonsolen, Grundspiel-Hardware, wo nur PC und Commodore da waren, wo es nur so vor allem textbasierte Spiele gab oder ganz also monochrome, also zweifarbige Grafikspiele, also nicht allzu viel, aber da beginnt es und relativ schnell kommen dann auch die Konsolen und so weiter. Ja, und die sich ein bisschen auskennen mit der Videospielgeschichte, mit der Hardware-Geschichte, werden sehr viel Anspielung mitbekommen. Also das Spiel basiert auf den oder bezieht sich auf die wirkliche Geschichte, auf die Videospielgeschichte, verfälscht aber ganz leicht die Namen, dass man zwar ganz genau weiß, worum es geht, aber eben nicht das gleiche sieht. Also der Commodore 64 zum Beispiel heißt nicht Commodore, sondern Commodore. Der Nintendo zum Beispiel heißt Nintendo und so weiter und so fort. Aber das werdet ihr sehen. Ich zeige euch gleich, worum es geht. Ich muss aber noch meine Figur auswählen und wenn ich Aussehen verleihen, ja, so irgendwas, das war's. Spiegelwelten. Ich könnte hier noch die Länge des Spiels einstellen, 25 bis 35 Jahre. Ich bleibe mal bei 30. Das passt. So. Okay, und fange an. Ich wähle einen Slot aus. Da hat es jede Menge Tutorial-Nachrichten und so, die lasse ich jetzt einfach mal weg. Die könnt ihr dann selber anschauen, wenn ihr das Spiel euch zulegt. Beziehungsweise, oder ja, ja, also vieles erklärt sich von selbst. Anderes ist nicht schlecht, wenn man wenig angeleitet wird und so weiter, weil es ist nicht, ja, alles ist nicht selbsterklärend, aber vieles eigentlich schon. Vor allem, wenn man sich auch ein bisschen auskennt mit Videospielen. Ja, ich habe da eben meine erste Videospielentwicklungsfirma gegründet und jetzt geht es eigentlich darum, dass ich mein erstes Spiel entwickle. Ganz klassisches Klischee, ich sitze in meiner Garage, habe einen Computer angeschlossen, hier ist mein Auto, irgendwie so ein DeLorean oder so, im Hintergrund ein Pong-Poster, der Klassiker oder der Erstling sozusagen aller Videospiele. Ich sehe es auch nicht allzu viel reden, weil da ist schon ein Monat vorüber und ich habe noch gar nichts gemacht. Ich musste schon von meinem Vermögen ein bisschen abziehen. Also ich verliere jetzt keine Zeit mehr und beginne gleich mit einem ersten Spiel. Jetzt das erste, was man tun sollte oder kann auch, ist jedem selber überlassen, aber das erste, was ich jetzt tue, ist, ich wähle ein Thema aus, wovon mein Spiel handeln soll. Zu Beginn sind es nur diese vier Möglichkeiten, die zur Verfügung stehen. Man kann aber mit zunehmendem Spielverlauf kann man sich neue Themen recherchieren sozusagen und ja, so viel dazu. Ich glaube, ich mache sowas Space Invader mäßiges. Nenne es ein bisschen anders, vielleicht, ja, genau, Earth Defender, sowas, aber die Idee soll eigentlich dasselbe sein. Ein Actionspiel,
Also gibt es noch Adventure, RPG, also Rollenspiel, Simulation oder Strategiespiel. Ich nehme das Actionspiel. Hat es jetzt. Ah, das ist nicht angewählt, okay. Plattform. Ich habe die Möglichkeit zwischen PC und Commodore zu entscheiden. Der Commodore hatte zu Beginn ja einen höheren Marktanteil, war etwas besser vertreten. PC hatte etwas Startschwierigkeiten als Spielmaschine. Aber wie ihr vielleicht wisst, wird sich das relativ rasch ändern, wenn der Commodore dann plötzlich Konkurs geht. Aber die Wahl ist eigentlich jedem selber überlassen. Man kann auch sehr einfach switchen, also ein Spiel auf Commodore, eines auf PC und später dann eins auf der Nintendo-Konsole und so weiter. Das ist eigentlich sehr offen, also man ist nicht irgendwie an ein bestimmtes System oder so gebunden. Ich nehme mal den PC, weil ich werde dann später wahrscheinlich auch mehr auf dem PC machen. Und mal schauen, wie das Ganze rauskommt. Earth Defender. Also so, wenn man die Grundoption eingeschaltet oder ausgewählt hat, hat man sofort weitere Optionen. Wie gesagt, ich will ja Earth Defender, Space Invader verschnitten machen, also brauche ich eigentlich eine Grafik. Und wähle die Engine entsprechend aus. Und jetzt geht es darum, meine Spielfigur entwickelt oder ja, wendet Zeit auf Design und Technologie des Spiels auf. Und ich kann jetzt anhand dieser Regler entscheiden, wie viel Zeit, hier seht ihr die prozentuale Verteilung, wie viel Zeit man dem entsprechenden Bereich der Videospielentwicklung zuwenden möchte. Es gibt insgesamt 3 Entwicklungsphasen, nach der dritten ist das Spiel eigentlich fertig entwickelt und dann kann es auf den Markt. Währenddessen gibt es auch Bugs und Research-Punkte, die entstehen. Bugs muss man am Schluss beseitigen, das ist keine Sache, muss einfach ein bisschen länger warten. Research-Punkte kommen einfach so nebenbei, die man dann aufwenden kann, um eben zum Beispiel neue Themen zu erforschen oder zu recherchieren. Aber wichtig sind für die Spielentwicklung eigentlich vor allem Design und Technologie. Jetzt geht es darum zu entscheiden, wie man die bestimmten Bereiche gewichten muss. Beim Actionspiel ist es relativ simpel, die Story und Quest ist eigentlich irrelevant, ziemlich. Es geht darum, dass das Gameplay sehr gut ist und die Engine beim so, ja, wahrscheinlich monochromen Spiel ist das noch relativ egal. Nicht allzu schwierig, ja, ich gebe es trotzdem ein bisschen mehr. Und schauen wir, was passiert. Es ist sehr viel Learning by Doing und man hat nicht je nach Spiel einen idealen Weg. Es gibt natürlich mehr oder weniger gute Verteilungen, aber es hängt auch sehr viel vom Zufall ab, von der Marktsituation, was gerade so Trends sind und vor allem aber auch die Kombination von Thema und Genre. Aber wie gesagt, das ist sehr viel Learning by Doing, auch sehr viel zufällig und so. Und man kann einfach ein wenig rumspielen mit den verschiedenen Regeln, mal etwas riskieren, was dann auch mal in die Hose gehen kann, aber das gehört nun mal dazu. Und das macht es auch ein wenig spannend. Ist klar, Space und Action, ich brauche keine Dialoge, das ist nicht nötig. Artificial Intelligence, doch, ja, weil die Gegner sollen ja mit der Zeit ein bisschen intelligenter werden und nicht einfach nur in meinen Protagonisten, wie auch immer der aussehen soll, reinlaufen oder reinfliegen oder was auch immer. Level Design, es ist nur monochrom, aber trotzdem, ja, nein, ich gebe der Artificial Intelligence mehr Gewicht und dem Level Design ein bisschen weniger. Und starte damit die zweite Entwicklungsphase. Mein Entwickler ist da brav am Punkte sammeln oder Punkte generieren. Jetzt bin ich bei der dritten Stufe, dritten Phase und es gibt immer noch die Möglichkeit, dass man während der verschiedenen Entwicklungsphasen noch zusätzliche Optionen dazu schaltet für zusätzlichen Geldbetrag. Basic Sounds in diesem Falle sind so Bipapup Sounds, die ja so Standard sind bei den Computern. Oder damals Standard waren bei den Computern, die will ich schon, weil die Grafik ist ja nicht weiß nicht was, entsprechend auch der Sound nicht. Das World Design, vielleicht kann ich beim World Design ein bisschen mehr punkten, also ich zwar, ja, wie soll ich das jetzt erklären, dass ich zwar sehr viele verschiedene Hintergründe habe, aber grafisch
ähneln sie sich vielleicht, wenn ich jetzt so gewichten würde. Hat man viele Hintergründe, aber grafisch sehr simple. Wenn man es so macht, hat man sehr wenige, also sich wiederholende Hintergründe, aber grafisch sehr, ja, sehr detailreich gestaltet mit schönen Texturen und so weiter. Zu dieser Zeit natürlich noch nicht so, in den Anfang, frühen 80er, von dem her ist es noch nicht so wirklich wichtig. Grafik nicht sehr wichtig, World Design ein bisschen höher. Mal schauen, was rauskommt. Okay, Finish. Jetzt, um die Bugs zu beseitigen, warte ich einfach ein bisschen. Ich bin bei 0 Punkten, da kommen noch ein paar Design-Technologie-Punkte hinzu. 2, 3, 4. Ja, ich lasse es noch ein bisschen laufen, weil ich überhaupt keinen Stress. Hier ist noch ein Bug dazu gekommen. Jetzt schaue ich, dass ich, wenn ich auf Finish klicke, nicht nochmal einen Bug einfange. Ja, passt. Gut. Erstes Spiel entwickelt. Jetzt kriege ich Erfahrungspunkte. Wenn man gute Kombinationen herstellt, vor allem auch neue Kombinationen herstellt, kriegt man mehr Erfahrungspunkte, ein Multiplikator. In meinem Fall jetzt 1,6. Und ja, und insgesamt, also wenn man hier die einzelnen Punkte aufsteigt, bekommt man mehr Optionen, die man erforschen kann. Also mit der Zeit sind das dann so zum Beispiel Multiplayer oder was gibt es noch? Keine Ahnung, Gamepads, lineare Story, bessere Grafik-Engines und so weiter. Das Wichtigste für ein Videospiel ist in erster Linie aber die Punkte, Design- und Technologiepunkte, wenn die viel zu niedrig sind, nach den Entwicklungsphasen kann man sich auch entscheiden, das Spiel wegzuwerfen, weil man dann nicht riskiert, Fans zu verlieren, weil wenn das Spiel schlecht ist und man sehr viele Fans hat, das Spiel wirklich schlecht ist, kann es auch sein, dass man sehr viele Fans verliert, und das möchte man natürlich nicht. Aber jetzt, ich meine, ich habe noch keine Fans und kann überhaupt nichts verlieren, ich habe überhaupt nichts zu verlieren, ist es egal, und die 16 zu 14 sind eigentlich gar nicht so schlecht für den Anfang. Ich würde sogar sagen, ziemlich gut. Jetzt warte ich, da kommen schon die ersten Game Reviews von vier Magazinen. Sie haben eine Gewichtung von 1 bis 10 und uiuiui. Normalerweise beginne ich so bei etwa 5, 6 oder so und jetzt gleich eine 8 zu Beginn. Ist schon sehr hoch. Okay, cool. Super. 8788. Okay, das bin ich jetzt ein bisschen überrascht, aber natürlich super. Jetzt bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Das Game wird jetzt auf den Markt geworfen und hier kommt auch die Neuigkeit, eben dass mein erstes Spiel raus ist. Und jetzt sieht man dann relativ schnell, da werden die Einheiten verkauft und uiuiui. Ja, da bin ich auf sehr guten Kurs. In der letzten Woche schon fast 10.000 Stück verkauft. 9.150, bin ich auf Platz 16, das ist sehr stark. Entsprechend habe ich schon 37 Fans bekommen, die da sich da für mein Spiel so begeistern konnten, dass sie zu Fans wurden. Ich habe bereits 10.000 Einheiten verkauft, noch nicht mal ganz 2 Wochen. Und es geht weiter. Ich habe jetzt für jede Einheit, den Preis zum Beispiel kann man nicht festlegen, das ist ein bestimmter Faktor, da wie der multipliziert wird. Die 19.000 Einheiten, das wird zwar irgendwie Faktor 8 oder so sein, vielleicht Faktor 7, so etwas. So 7 bis 8 Währungseinheiten pro Spiel. Und dann kriegt man entsprechend dann wieder Geld zurück, das ich dann weiter investieren kann. Hier kommen eben immer so Nachrichten, dass hier nicht der Commodore eben, sondern der Govodor den Marktvorteil hat, weil er sehr viel günstiger ist, viel einfacher verfügbar und die flexiblere Hardware-Konfiguration hat als Computer und laut Meinung der Experten wahrscheinlich den PC verdrängen wird, früher oder später. Aber wenn ihr euch auskennt, wie ihr wahrscheinlich wisst, ist das eben genau nicht der Fall gewesen. Der PC hat sich dann letzten Endes doch durchsetzen können. Und ich schaue jetzt mal zu, wenn mein Spiel da langsam
und die Verkaufszahlen langsam sinken, werde ich noch einen kurzen Research, eine Recherche machen. Ich habe noch zu wenig Research-Punkte, um mir eine eigene Engine herzustellen. Also mache ich einfach mal, ich wähle ein neues Topic aus, ein neues Thema. In meinem Fall jetzt Fantasy. Genau, ich mache nämlich ein Fantasy-RPG als nächstes. Ja, ich möchte hier einen Schlusspunkt setzen. Ich möchte euch das Spiel ans Herz legen. Ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe. Das Spiel ist sehr günstig, so etwa 7 Franken umgerechnet auf Euro, etwa 5 bis 6 Euro. Also so gut wie gar nichts. Man kann auch ein kostenloses Demo spielen. Ich habe das Demo nicht gespielt, ich weiß nicht, wie es ist, aber es wird wahrscheinlich so die Grundprinzipien sehr gut erklären. Ich kann es euch wirklich, wirklich nur ans Herz legen. Es macht enorm Spaß, vor allem wenn man dann auch zusätzliches Personal einstellen kann und die Ressourcen ein bisschen besser verteilen kann, dass der Design-Spezialist sich mehr auf das Level-Design konzentriert und der Technologie-Experte ein bisschen mehr auf die KI und so weiter. Man hat extrem viele Genres dann, kann zusätzliche, soll ich sagen, Gimmicks wie Gamepad, Steering Wheel, also so Steuerräder, Hardware-Steuerräder dazu recherchieren, man kann neue Themen machen, man kann Gameplay-mäßiges dazu nehmen, wie zum Beispiel eine lineare Story, Open World und so weiter und so fort. Also die Möglichkeiten sind sehr, sehr zahlreich. Und ja, von mir aus gesehen ein riesiges Respekt und großes Lob für Greenhawk Games. Die haben sich da echt ins Zeug gelegt und ja, irgendwo durch eine Art Hommage ans Videospielen geschaffen und entsprechend sollten sie auch gewürdigt werden. Schaut es euch an, schaut euch mal das Demo an, wenn ihr nichts Besseres zu tun habt, hoffentlich. Und ich danke fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das Spiel auch spielt und mir entsprechendes Feedback gibt, ob es euch gefallen hat oder nicht. Und würde sagen, das war's für diesen Video. Ich möchte es nicht mehr allzu lange in die Länge ziehen und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Ich war und bin Dani Vega von spiegelwelten.ch und Tschüss.